Ihr wollt wissen, was ich mir hier zusammenbaue? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Unsere Motoren laufen sauber. Dann haben wir hier noch mehr Motoren. Laufen hier schon schneller weg. Hier vorne kommen so ein paar von diesen... Jedes Mal. Rahmen dazu. Wo sind sie? Komm. Da kommen welche. Na, komm. Da rein. Ja. Die Kollegen, die modularen Rahmen. Es fehlen noch die schweren modularen Rahmen. Die wollten wir hier haben. Da hatten wir den ganzen Spaß hier hin und her gebracht und ich war so frei, schon mal ein bisschen zu verdrahten, aber eine Sache fehlt. Weil das Ganze sieht ja so aus. Gehen wir einmal kurz durch. Mal von hier vorne. Von unten kommend haben wir den Beton. Der geht oben lang und ist richtig. Der geht oben lang, bleibt auch oben, geht da hinten rum. Hier vorne, weil ich da unten drunter so quer durchgegangen bin, musste ich einmal so ein Wupp machen. Da zieht sich halt über alle Ebenen durch. Also, Beton. In der Etage darunter haben wir Bohre. Die gehen dann da so rein. Also hier von oben immer Wupp. Da, Wupp. Dann haben wir unsere wunderbaren Stahlbetonträger. Die laufen hier rein und da hinten rum und dann da auch so. Und da fehlt noch was. Da kommen nämlich die komm nicht drauf. Gerade hatte ich es noch. Modularen Rahmen hin. Meine Fresse. Ja. Die stehen da schon an. Ich falle hier mal runter. Die stehen auch hier schon an, die warten schon darauf, dass sie endlich los können. Denn das Stückchen habe ich extra für euch für heute offen gelassen. Das heißt, wir machen jetzt einmal den. Und schon fließt der Kram da hoch. Und die Eumels fangen an. Und es geht richtig schön schnell hier rein erstmal. Ach, du bist schon voll. Wahnsinn. Ach ja, die brauchen ja auch nur 50. Wahnsinn. Und damit, was haben wir hier? 50. Boah, geht das schnell. Da ist auch schon bald voll. Da auch. Das läuft hier wunderbar schnell rein. Und jetzt stellen wir uns einmal hier hin. Denn hier kommt der Spaß zusammen, wenn die soweit sind. Alles geht da rein. Irgendwann? Komm, spuck einen aus. Wie weit bist du? Ah, okay. Brauchst noch einen Moment. Aber auch du bist schon voll. Also das Ganze hängt schon, ne, steht schon an und fertig. Ey, Wahnsinn. Dass das so schnell geht. Aber ich werde die Folge nicht nach 3,5 Minuten beenden. Ja komm, spuck mir doch den ersten aus. Ich will sehen, wie hier einer ankommt. Eigentlich müsste von da hinten schon einer kommen. So. Hier vorne läuft das sauber. Da kommt einer raus. Ah, sind recht zwei, drei. Hier. Wahnsinn. Hier vorne auch. Kommt direkt zusammen. Wahnsinn. Drei sind es mal. Okay. Drei Stück. Da haben wir die ersten. 2,813 pro Minute. Wie sieht das hier aus? Da laufen welche, da laufen welche. Habe ich irgendwie einen vergessen, der das rausschmeißt? Nein. Du machst alles. Das läuft doch schön sauber, wie es soll. Jetzt könnte ich überlegen, ob ich die alle in schnell mache. Also nicht die Apparillos, sondern die
hier die Bänder, damit das schneller nach vorne kommt. Wie viel habe ich denn noch? Ach komm. Ich glaube, den Spaß gönnen wir uns einfach. Brauchen die ja nicht. Brauchen wir ja nicht. Doch, das machen wir auch. Zack, da rein. Kommen schön schnell hier vorne an. Wir packen die schnell hier hin. Machen wir das auch eben. Können ja auch mal gönnen, ne? Da hier das Stückchen immer ballern. Auf da. Geht ja nicht von der Produktion her schneller, aber es dauert nicht so ewig lang, bis das von da hinten hier vorne hingelaufen ist. Rein da, rein da. Du auch schnell dazu, du rüber. Ich das hier so langsam anstehen lassen oder ballern die einfach darüber? Weil ab da geht's eben mit 750 runter von weg. Ja, komm, rein da. Bam. Ist der was? Sieht da hinten zwar ganz cool aus, wie das genau in der richtigen Größe da ankommt. Richtige Geschwindigkeit, so. Wir hauen einfach mal rein. Weil letztendlich, darauf kommt es nicht an. Es ist wichtig, was am Ende ankommt. Du machst den Kollegen. So, hier noch hin. Da ziehen wir einmal durch. War schön durchgerechnet. Ich sehe jetzt, dass es funktioniert. Wir lassen das einmal hier alles schön volllaufen. Genau, leer laufen. Diese haben sich so ein bisschen angesammelt hier. Ja, weil ich ja zwischendurch auch ein kleines Problem hatte. Der ganze Spaß stand nämlich, weil ich da unten, wo es rüber geht zu dem Block mit unseren Turbomotoren und so, da war der Splitter leider. Also der intelligente Splitter leider so eingestellt, dass wir nur, wie heißt der Spaß hier, nur Motoren nach rechts ausgelassen haben und nach geradeaus. Aber dann kamen ja die Eumelses da vorne, die Rahmen dazu. Von hier. Irgendwann ist ja mal einer drin, behaupte ich mal. Da kommt einer, die waren da drin und das hat alles blockiert. Jetzt kommen die noch dazu, die würden auch alles blockieren. Das habe ich umgestellt. Das steht jetzt auf beliebig. So. Ich habe hier noch einiges zuzumachen, aber ich habe gesehen, dass es etwas gibt. Was mache ich jetzt? Wie fliege ich denn am besten? Fliege ich einfach, ich muss da an die Röhre. Wenn ich jetzt zurückgehe, ist glaube ich länger, als wenn ich einfach hier runterfalle, oder? Ja, komm. Machen wir mal. Es gibt neue Sachen im... Warum habe ich die beiden so? Warum sind manche durchsichtig und manche nicht so? Ah, okay, das ist ein Renderfehler. Verstehe. Da wollen wir hin. Na gut, da. Und genau. Es gibt nämlich Neuigkeiten im Store, wie ich nicht geschnallt habe und der gute Herr Kibitz zeigte. Denn am 20. September kommt diese Version, also und das, was wir jetzt hier sehen, in den Early Access rüber. Muss es wohl noch irgendwelche Anpassungen noch mal geben und neue Viecher und sowas. Also da passiert noch einiges. Also nicht so, dass sie quasi ein komplett anderes Update rausbringen. Aber es sollen wohl noch ein paar Anpassungen sein, ein paar Sachen, die sie geändert haben. Okay. Diese Meldung ist auch strange. Das heißt, hier unten muss irgendwo wieder ein Viech sein.
Macht ja nichts. Unauthorized. Wir müssen an den Shop ran. Vorher holen wir uns aber unsere... Da sind sie nicht drin. Die haben sie hier drin. Ich hole mal. Wir gucken auch vorher erst noch nach hinten. Okay, so wie das klingt, habe ich hier drunter eine Spinne. Also so ein Spinnenvieh. Werde ich jetzt aber nicht direkt nachgucken. Das können wir gleich machen. Wir gucken jetzt erstmal eben coupon-technisch. Oh, wir liegen nochmal 10 rum. Die nehmen wir doch gerne mit. So, 669. 69. So, da ist unser Shop. Willkommen zurück. So, was haben wir denn hier? Wir fangen bei Organisation an. Das haben wir alle schon. Management. Es gibt Clean Pipes. Die keinen Indikator haben. Ich sagte doch, das Icon hat sich verändert. Ja, komm. In den Warenkorb beide. Sehr schön. Fundamente. Da gab es nämlich auch neues Zeug. Halbfundament. Sachen, über die ich mich immer beschwert habe. Ich bräuchte jetzt eigentlich und hier bräuchte ich. Ne, denn ihr kennt das Genöle von mir. Die gibt es jetzt auch. In den Warenkorb. Wunderbar. Wände. Da gibt es nichts Neues. Es wäre schön, nochmal eine Wand zu kriegen, die halt eben diagonal geht, aber komm. Kleinigkeiten. Architektur. Haben wir hier irgendwas? Nee, haben wir nicht. Customizer. Nope. Das haben wir alles. Fix-It-Sonderangebote. Da brauchen wir irgendwie Statuen gerade. Ich sag mal nee. Ich meine, bis wir die goldene Nuss hier kriegen, ja, dauert noch ein bisschen. Da sind wir noch weit von entfernt. Da müssen wir gucken. Und hier, ja, Ausrüstung. Nee. Die möchte ich gerne mal ausprobieren, aber das lohnt sich einfach nicht. Da müssen wir gucken, dass wir das endlich gebaut kriegen. Dafür brauchen wir aber die Teile und die sind ja blöd von der Herstellung. Das Thema haben wir ja noch offen. Da wollte ich noch gucken, habe aber vorher das andere Ding hier vorgezogen, weil wir wollen ja hier mal langsam fertig werden mit unserer Phase. Übrigens, es ist nicht mehr weit. Wir haben mal das erste Teil da drin. Dann gehen wir doch mal hin und sagen, guck mal, jetzt machen wir aus den 69 nur noch 60. Ist doch super. Alles auf. Wunderbar. So. Habe ich hier gerade Munition rumliegen? Gar nicht. Da habe ich ein Gewehr rumliegen. Gewehr habe ich selber dabei. Ist mir auch egal, welche. Nee, habe ich nicht. Dann gehen wir mal nach oben, gucken da, weil da müssten wir eigentlich noch in unserem einen Teil eine Menge Shit drin haben. Da. Ah, wenigstens die hier. Ja, 1000 Schuss mit. Das haben wir nicht. Der ganze Raum hier macht keinen Sinn mehr. Wir brauchen auch eigentlich noch eine Armory, wo die ganze Scheiße hingebracht wird per Zug. Und naja. Hey. Das ist ja immer was zu tun. So, ich möchte gerne wissen. Das ist der Bereich, wo wir uns aufhalten. Wir nehmen uns jetzt das Gewehr. Machen einen Reload. Und dann haben wir gesagt, wollen wir uns mal hier unten angucken. Umgucken, meine ich. So, wie gesagt, es klang, als wäre hier eine Spinne unterwegs. Aber ich sehe keine. Wisst ihr? Hier. Versteht? Ihr hört das Geräusch doch auch, oder? An irgendeinem... Ach shit, hier drunter ist doch eine Höhle. Hallo Höhle. Der Eingang ist dort. War der da oder war der...
weg mit dir. Da ist der Höhleneingang. So, ab jetzt geht's fußläufig weiter. Ist ein bisschen verwirrend. Gucken wir uns hier nochmal um. Alter Schwede. Diese Geräusche, ne? Kann sein, dass sich die Höhle ganz schön verändert hat? Da unten. Ich hau mal weg. Fledermäuse. Nicht die abknallen. Sah diese Höhle schon mal so aus? Jetpack habe ich nicht dabei, ne? Shit. Aber Beton habe ich dabei. Haben wir da so? Wir gehen mal hier lang. Lauschen. Okay, du sagst mir, hier ist irgendwas. Ich habe auch diesen Tracker nicht dabei. Hier ist irgendwas hostile gegen mich. Okay. Mhm. Also an den Höhlen haben die ganz schön was gemacht. Das sieht auch echt schick aus, ne? Na, wir schauen uns einfach mal um. Heißt auch, dass es mittlerweile noch ein paar schöne Easter Eggs hier drin gibt. Aber... Was ist denn hier hostile gegen mich? Immer wenn ich einen Schritt gehe, kommt das. Wir holen uns jetzt erstmal den Kollegen hier weg und den Kollegen. Warten noch einen Moment, wir gehen einmal hier rum. Okay, hier ist nicht viel. Schauen wir uns mal hier so ein bisschen um und dann gehen wir einfach da drüben raus. Oder lang. Was scheint hier noch zu sein? Oder das ist gebietsabhängig? Das heißt, ich höre gerade hier nichts. Also. Hier dürfte doch jetzt wieder irgendein anderes Vieh sein, oder? Gucken wir mal. Okay. Ja, ich bin verwirrt. Es war zu wenig los da unten. Aber passt schon. So, das heißt, wir fliegen jetzt mal hier hoch. Und gehen nochmal hier rein. Ich würde schwören. Okay, das waren die beiden, die ich da gehört habe. Verstehe. So. Den haben wir einmal weggemacht. Hier müsste noch, da vorne läuft noch einer rum. Zwei sogar. Sehr? Okay. Haben wir die schon mal wieder weggemacht. Ich hänge an der Decke. Genau. Ah, guck mal, das Band ist auch mal wieder voll.
Das interessiert mich. Da habe ich nämlich, also den ganzen Spaß, zumindest die Funksteuereinheiten, die habe ich da hinten in die Richtung mal beschleunigt, indem ich einfach dort aus den Containern, was ich mir so angesammelt habe, genommen habe und gesagt, bring mal darüber. Aber deutlich langsamer als die dann wegtransportiert werden. Aber es scheint geklappt zu haben. Hier kommt jetzt auch... Oh, der ist immer noch gut am Produzieren, wobei das Aluminium ziemlich lahmarschig ist. Da habe ich auch ein bisschen dran rumgefummelt. Das ist gar nicht so wild, was hier weggegangen ist. Da muss ich mir sowieso noch mal was überlegen. Aber Aluminium brauchen wir ja quasi auch noch mal in mehr und schneller, weil wenn ich hier alles die paar mache, die übernehme, die ich da habe. Problem ist, die Aluminium-Geschichte ist halt so extrem viel. Wir gehen jetzt hier rüber auf die Christmas-Fabrik. Da hatten wir uns ja auch den einen Kollegen weggenommen. Fallen da hinten hin. Gehen einmal hier in die Ecke. Komm mal hier runter, genau, ein bisschen runter. Oh, gibt es irgendwas Neues hier im MAM? Schwefel. Ah ja, die Nukes habe ich noch nicht abgeschlossen. Das stimmt. Da ist immer noch. Aber ansonsten alles gut. Pass auf, wir gehen hier mal durch. Da haben wir nichts Neues. Da haben wir, okay. Da haben wir das. Ich sollte, pass auf, geht doch nochmal eben ins Lager. Und holen wir mal eben, was wir so brauchen. Eigentlich müssten wir doch nur bei, wir haben zwei Sachen geholt, nämlich die indikatorlosen Leitungen. Und die anderen Formen von Fundamenten, die neuen. Bums, bums, ding, dang, dong, dang, dang. Das heißt, ich brauche ein bisschen Kunststoff. Ja, ja, zwei Packungen ist viel zu viel, aber egal. Und wir brauchen den Spaß hier. Wir haben noch Stangen, wir haben noch das Zeug. Das können wir mal eben wieder zurücklegen. Sonst vergesse ich das. Sortieren. Oh, den benutze ich auch schon ewig nicht mehr. Jetzt habe ich hier von den Dingern Schweberucksäcke, so unfassbar viel. Wo habe ich denn mein Jetpack hingetan? Habe ich bestimmt da drüben irgendwo in den Container getan. Oder hinten, ich weiß es auch schon nicht mehr. Egal, du da rein, wunderbar. Okay, oh. Guck mal. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Da ist nicht richtig da, aber zack, da rein. Okay. Wir gehen nach oben raus. Einmal hier rüber. Genau. Stellen wir uns mal. Stellen wir uns eben hier oben auf so einen Container. Und zwar. Gehen wir jetzt mal einmal hin und sagen hier. Eins. Oh, wir machen die einfach übereinander. Das ist doch ganz nett. Packen die dahin. Und dann gucken wir uns das an. Also, wie fange ich ihn am besten an? Wir haben hier unten unsere Rohre mit Indikator. Auch diesen hier. Aber schön in der Mitte. Wäre natürlich schön, wenn die jetzt aufgehen würden und pumpen und hast du nicht gesehen. Ja. Und dann haben wir wo da oben den Kollegen und den Kollegen. Das ist jetzt optisch nichts Besonderes, weil kennen wir ja, wenn es mal ein bisschen enger ist oder so. Ja, kein Ding. Aber wir haben jetzt wenigstens die Möglichkeit zu sagen, ey, ich möchte das nicht, beziehungsweise ich kann mir aussuchen, wo die hinkommen. Ey, ich möchte nach der Pumpe oder vor der Pumpe sehen, wie der Indikator ist. Also mache ich mir ein kurzes Stück, mache einen Indikator da rein, fertig. Finde ich geil. Ist schön, kann man vielleicht schöner zum Designen benutzen.
Ist nicht lebensnotwendig, aber ist schon geil. Irgendwo hier drin, runter ist wieder ein Spuckeviech. Egal. Hier hatten wir auch nichts Neues. Unter Transport auch nicht. Architektur hatten wir auch geguckt. Das sieht auch nicht so aus, als wäre da was Neues. Wände. Da, die hatten wir ja schon gesehen. Die haben wir irgendwie umsonst gekriegt. Finde ich gut. Nehme ich. Hier wäre, wie gesagt, nochmal eine schöne Wand. Ne? Einfach diagonal. Quasi die hier unten diese Kante hat. Wäre ja schon geil. Weil dann könnte man die auch hier, wenn ich die nehme, sehen wir mal so, die reicht halt da drüber. Das jetzt noch in so haben, dass ich die hier diagonal setzen kann, wäre mega. Aber wir haben ja was gekriegt und ich will nicht immer nur meckern. Denn wir haben Half Foundations. Die sind einfach mal. Wie snappen die? Die snappen auch wirklich in der Hälfte. Okay. Das ist schon mal ganz cool. Aber snappen die auch mittig? Und warum steht die jetzt höher? Moment. Wir müssen uns unterhalten, Kollege. Warum ist die so eng? So. Half Foundation. Okay. Ich befürchte, die Half Foundation ist ein bisschen buggy. Oder. Warte mal. Meine Steuerungstaste ist aber nicht das Problem, oder? Es wirkt halt so, als würde die ständig. Nein, Gott sei Dank. Ich habe bei Windows eingestellt, dass ich sehe, wo mein Mauszeiger gerade ist, wenn ich die Steuerungstaste kurz antippe. Das macht die hier komische, lustige Sachen. Und ich habe mich gefragt, ob das auch im Video ist. Ist es nicht? Also, egal. Also das ist noch nicht so ganz sauber. Da muss man gegebenenfalls noch mal ran, Jungs. Und Mädels. Hier? Okay, also. Die Vierer funktioniert. Können wir festhalten. Die Zweier. Wenn man die richtige Stelle erwischt. Auch. Moment, kriegen wir das hier hin? Immerhin, wir können sie mittig. Aber dann. Ich Schwierigkeiten, okay. Also das geht, ich kann. Die hängt auch noch irgendwie an einem Raster, das ich hier nicht habe. Theoretisch müsste ich ja. Ich kriege sie auch dahin. Gott verdammt. Ich muss gleich mal die Weihnachtsfabrik angucken. Aber auch das passt nicht hundertprozentig, weil, ne? Da gibt's, also da gibt's noch ein paar Diskrepanzen. Wenn ich jetzt nehme und versuche. Kann ja nicht hier in dem Bereich liegen. Warum kriege ich das hier in der Luft zum Schweben? Also. Das gehört da nicht hin. Also es scheint, als wäre da. Grid-Technik, technisch noch was blöd. Aber wir, komm, das können wir relativ schnell rausfinden. Nehmen wir mal dorthin gehen. Aufs Autosave warten. Wo könnten die Viecher sein? Ja, warte, Moment. So viel Zeit muss sein. Ja, also das ist ein bisschen. Irgendwas ist da noch unsauber, sagen wir es so. Ja, ja, das gute alte Autos hier. Mal hier ein bisschen sauber.
Dann hier runter. Sag mal. Jetzt ist ganz unten drunter. Ne, das war jetzt so. Okay. Wie auch immer. Gehen wir mal hier hin. Wir setzen uns eine einfache Foundation hier hin. Die ist jetzt genau auf dem Grid. Wenn ich jetzt den Kollegen nehme, ich kriege den da dran, ich kriege den da so ganz seltsam hin? Ah, okay, das kann ich drehen. Verstehe. Da komme ich sogar noch mit klar. Und mittig geht nicht, weil ist nicht in diesem Grid vorgesehen. Ey, das ergibt vollkommen Sinn, bin ich, komme ich vollkommen mit klar, aber das ergibt keinen Sinn. Den kann... Hä? Es... Okay, sieht ganz nett aus, was ihr euch da ausgedacht habt. Funktioniert noch nicht. Also da schwebt dann... Ich hoffe, dass das da... Jetzt hängt der auch wieder drin. Bist du hier oben oder bist du eher hier unten unterwegs? Weil du gehst mir geräuschtechnisch doch ein bisschen auf den Senkel. Machen die öfter. Oh, hi. Bist du jetzt gerade... Ich möchte anmerken, dass das wunderbar ist, dass ausgerechnet in meiner Weihnachtsfabrik der Kollege, der sich da jetzt eingenistet hat, mit Frostbällen schießt. Hey, hau nicht ab. Schieß mich an. Man hat tatsächlich keinen Schaden. Kommst nicht weit. Da ist Ende für dich. Gehst du mir nicht mehr auf den Senkel. Gucken wir mal, ob da noch ein zweiter ist. Aber, also, das war ein netter Zufall. Der hat mir gefallen. Ist schön. Wir sind zwar noch nicht bei Weihnachten, aber mein Gott. So, okay, die funktionieren noch. Zumindest richtig das zu. So, schön. Wir können uns hier unten hinstellen, können hier machen, was wir wollen. Da müsst ihr nochmal ran. Vielleicht ist das auch weg, wenn... Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Wenn ich jetzt hier hingehe, den freisetze, das so soll. Nein, auf die Art und Weise kann man natürlich grandios... ach, du bist das, ja. Mit den... Wo haben wir sie? Mit den Lernplattformen arbeiten, indem man wirklich die... Entweder nur die Schiene, das ist so breit wie eine Schiene. Was gibt der Gas da oben? Lautstärke-Tick. Ich sollte dich einfach mal runterregeln. Der vollkommen. Ich brauche das Spiel ja gar nicht so laut haben wie ihr. Schön. Ja, also so könnte man das da halbwegs draufsetzen, wenn man da jetzt ein bisschen Abständen arbeitet. Da kann man bestimmt was Schönes draus machen. Aber scheinbar. Die sind einfach... Ja, wobei, der ging wenigstens da oben drauf. Der geht dann da drauf. Den kriege ich da vorgesetzt. Das klappt. Wie sieht das aus, wenn ich so einen setze? Komm, setz mal einen oben drauf. Versuchen wir mal den... Okay. Die scheinen besser zu funktionieren. Bei Beton gibt es offensichtlich noch ein Problem. Warum auch immer das Unterschied ist, ob ich jetzt Beton setze oder nicht. Aber, wenn ich jetzt hingehe... Oh! Und wie es bei Beton ein Problem gibt. Seht ihr das? Oh. Okay! Nice! da werde ich gleich mal gucken, ob es einen Bug-Report dazu gibt. Ansonsten muss ich den schreiben. Das Schöne ist, ich habe es auf Video. Ich kann es einfach... Ist das geil? Also, mit Beton gibt es bei den Dingern noch ein kleines Problem. Gibt es noch ein anderes Problem, wenn ich hier Rutschfestes Metall mache?
Okay. Also wenn man wilde Formen will, einfach mal andere Materialien nehmen. ja, nice. Aber wir sagen jetzt erstmal, gehen wir die einmal durch, sonst habe ich überall immer neu dran. Oh, wie hieß dieses Zeug? Nein, wie hieß dieses Zeug noch? Pyrit? Das war so ein Metall, das wirklich abgefahrene Frisuren hat. Ich sag einfach nicht mehr dazu. Ich lasse das jetzt einfach. Ja, komm. Jetzt wollte ich nochmal eben die andere Variante hier, dieses probieren. Okay, das ist anders abgefahren vom Zusammenbau her. Der verhält sich ungefähr wie der Beton. Und Asphalt auch wie Beton. Okay. Das ist nice. Gefällt mir schon ziemlich gut. Nice. So, jetzt haben wir aber hier unten noch was. Denn die Sachen kennen wir schon, die gab es bisher nicht im Beton. Aber das haben sie geändert. Dafür gehe ich jetzt aber erst wieder nach oben. Ich möchte gerne wissen, was ich hier tue. Eine Frage, die ich mir schon seit Ewigkeiten stelle. Was tue ich hier eigentlich? So, ihr stellt euch die gleiche Frage. Was tut ihr da eigentlich? Ist doch schön. Wir sind uns wenigstens fragetechnisch einig. Also, wir nehmen einfach mal eben hier unsere Demo-Blöcke weg. Und sagen, also, bisher sah das hier unten aus. Wir hatten diese Option und nur diese Option. Jetzt gibt es den Spaß auch im Beton. Können das machen. Wir können einen oben drauf setzen. Haben solch lustige Kurven. Oben wie unten. Können hinten in die andere Richtung Kurven. Und bist du hier drauf, bitte? Danke. Ist wunderbar. Ne? Kann man schön scheiße. Jetzt haben wir aber sowas hier. So eine kleine Aussparung. In klein. Größer. Und am größten logischerweise, weil wir alles immer in diesen Varianten haben. Das finde ich super. Und wir können die Pizza auch vervollständigen. Wir kriegen es dann nicht da rein. Weil gleiches Element schon an der gleichen Stelle oder so. Aber ey, komm. Das wollen wir auch gar nicht. Das wäre ja auch schwachsinnig, jetzt das da reinzusetzen. Aber wir haben die Möglichkeit, mit sowas abzurunden. Oder eben hier abzurunden. Ich habe aber auch da das Gefühl gerade. Also wir stellen uns nochmal hier also zumindest, dass es im Beton wieder ein Problem gibt. Wir stellen uns mal eben diesen Block hier hin. Wie gesagt, wir haben das ja auch wieder in den verschiedenen. Ja, der schwebt auch schon. Also im Beton haben wir wieder ein Problem. Wobei, der geht. Ja, den da dran. Und auf einmal können wir zumindest an den Ecken wirklich schön rund bauen. Das bedeutet, warte mal. Wir nehmen uns jetzt mal das hier auseinander, bauen den Spaß eben einmal über den Customizer in klassisch, wie es vorher war. Dann gehen wir hin und sagen, wir hätten gerne so einen da drauf. Den haben wir jetzt. Umstellen. Erstmal so hin,
Ne? Damit können wir dann tatsächlich diese, Ecken höher machen. Das ist ja wunderbar. Das fügt sich da natürlich grandios ein, muss man sagen. Da hat sich einer wirklich was ausgedacht. Oder einer mitgedacht. So, da drauf. Ja, ich weiß, wir haben das auch alles in dieser Form nochmal. Den Kollegen oben drauf. Das gefällt mir. Also es gefällt mir wirklich sehr gut. Zum Bauen. Ich weiß, ich bin nicht der schönste Designer von allen. Da gibt es eine ganze Menge, die deutlich besser drauf haben als wie ich. Diese Robotform. Ich weiß, dass es so nicht heißt, aber ich mache das halt. Das sieht ja schon ganz gut aus. Da kann man gut was hinkriegen. Das ist jetzt irgendwo. Je nachdem, das in der Außenwand von einem Gebäude so ein bisschen einfassen. Vielleicht höher ziehen, weiter auseinander oder so. Oder eben auch im Inneren benutzen. Ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Gehen wir mal hin. Ziehen das Spiel jetzt mal einmal hier so ein bisschen durch. Machen das hier hin. Machen das. Brauche ich gerade einen Penis? Ja, ich brauche gerade einen Penis. So. Ich ziehe das jetzt trotzdem einmal durch. Ja, weil. Damit, wie ist es denn? Kann man schön jetzt ein bisschen was basteln. Wo sind sie? Da oben sind sie. Dich hätte ich gern einmal drauf. Das ist noch ein bisschen strange von der Handhabung her. Da musst du nochmal an, Jungs. Mädels. Aber grundsätzlich hätte es mir. Dann wollen wir den dort haben. Ist noch sehr finicky, also ein bisschen mit üben könnte man sagen. Und jetzt hier den da drauf zu kriegen zum Beispiel ist quasi nahezu unmöglich, wenn nicht da noch was steht. Weil ja jetzt kein Problem ist, weil ich will ja sowieso da was stehen haben. Und mit dem, was ich hier gerade hinbastel, ist das nicht gut. Wirklich nicht gut. Nicht so. So. Und den hier vorne dran. Also. Jetzt haben wir da auf der Seite noch. Weil ich sagen muss, dass der Kollege, wenn du den ansnappen kannst, sich immer noch am besten anfühlt. So. Hier ist ein winziger Mini-Penis. Dann ziehen wir das jetzt auch knallhart durch. Ich müsste das eigentlich noch verlängern, aber mein Gott. Irgendwas ist ja immer. Dahin. Auch das funktioniert gut. Also ne, mit dem richtigen Material hier arbeiten, dann kann man wirklich schon weg. Schön damit designen. Das ist echt super. So. Bitte sehr. Ist er nicht wunderschön geworden? Oh Mann. Jetzt.
wecken den Spieltrieb in mir. Wand. Wo ist Wand? Wand. Nee. Ich brauche. Falsch. Baumenü. Ich brauche die Stachel. Jetzt nehmen wir uns. Ich fürchte, der ein oder andere von euch hat schon eine Ahnung, was jetzt passiert. Ja, müssen wir von innen machen. Okay, jetzt funktioniert nicht. Warum du farblich anders bist, habe ich auch hier. Weiß ich nicht. Aber ist nicht klein. Schade. Ich hatte gehofft, ich jetzt lebens. Kriegt man da so ein Teil dann? Nein, tut man nicht. Okay, schade. Ich habe eigentlich gedacht, ich krieg da vorne. Ihr versteht es, oder? Sagt ja, sonst finde ich mich ein bisschen blöd. So. Bin ich jetzt noch die Leitung da reingelegt. So, das haben wir doch schon. Wunderbar. Jetzt haben wir eine Folge lang nur Quatsch gemacht. Gab es eigentlich noch irgendwas anderes, was ich mir hier angucken wollte? Nein, also hier. Jetzt muss ich blöd fragen, waren die weg zwischendurch? Ich weiß, dass wir die immer benutzt haben, aber waren die hier weg? Oder. So, das mir hat einfach nicht aufgefallen. Muss ich mir jetzt eigentlich nochmal ein altes Video angucken? Okay, dann haben wir das, dann haben wir das. Wäre nochmal interessant. Die haben wir ja beim letzten Mal eben schnell angeguckt. Das ist ja hier halb so wild. Das ist einfach nur eine wirklich schöne Schräge. Passt. Perfekt. Passt. Perfekt. Herrlich. Was haben wir noch? Bei den Fundamenten waren wir eigentlich durch. Wir haben das hier alles unter einmal durchgegangen haben. Das. Also jetzt mal abgesehen davon, dass ich da mit der Form ein bisschen Quatsch gemacht habe. Aber damit kann man wirklich schön was machen, oder? Wenn man das so kriegen wir damit irgendwas Schönes hin, wenn ich Richtung Atom gehe. Für einen Kontrollraum, die Wände oder so. Das sollten wir ausprobieren. Das halten wir einfach mal im Gedächtnis. Jetzt nehme ich mir meine schöne Tasse. Weil ich glaube, wir brauchen heute nichts mehr anfangen. Ja, ist sowieso eigentlich schon viel länger Quatsch geworden, als ich gedacht habe. Von daher, wir belassen es einfach dabei. Ich fliege hier rüber auf meinen Penis. Und ihn halt noch länger machen. Halt ein Mini-Penis. Mit dem Rot, das da jetzt gerade drauf leuchtet. Ruhig bleiben, nicht noch mehr Blutchen. Gut. So. Ach ja, der Nachthimmel hat sich verändert. Sehen wir das hier? Nee, heute nicht. Oder noch nicht. Das ist schade. Weil hier kommen riesige Planeten an. So was Saturnmäßiges, etwas, das mehr nach. Wie hieß denn das noch? War es das Dagobah-System? Eine riesige Galaxie schwebt hier irgendwo durch. Also, da haben sie auch noch eine Menge dran gemacht. Könnte sogar tatsächlich was sein, was sich da bewegt. Aber egal. Also, ihr seht, ne, da oben seht ihr viele, viele Sterne. Also, man erkennt da eine Menge. Das ist echt schick geworden. Die Züge haben jetzt mittlerweile auch endlich mal vorne Lampen. Also, da ist eine Menge passiert. In den nächsten Folgen werdet ihr sehen, was da
so los ist. Ich sag mal, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen.